Na, das sieht doch nach einem richtig guten Spot aus, um ihn nach langer Zeit mal wieder zu testen und um zu gucken, ob hier nicht das Kuori-Fältchen wieder reingeht. Also, ab an den Spot, Ruten ausgeworfen und gucken, was hier geht. So ganz viel testen muss ich gar nicht, denn der Void and Ashes hat hier schon getestet und meine alten probier mal hier an der Stelle auf 9 Meter Clip, 1,50 Meter Tiefe. Also stellen wir mal alles so ein, wie es sein soll. 9 Meter Clip ist ja fast gar nichts. Ich mache mal auf und wieder zu. Da können wir ja schon fast zugucken, wie die Fische beißen. Das ist ja der Oberhammer. 1,50 Meter Tiefe. Das ist ja so klar hier, das Wasser. Da gucken wir gleich mal direkt rein. Na, kommt ein bisschen tiefer hier noch. So, 1,50 Meter. Und ich glaube, da zuppelt es auch schon. So, zack. Also ich mache einmal den Bügel auf, wieder zu, beziehungsweise andersrum. Einmal zu und wieder auf. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Hier ist schon auf 1,50 Meter. Und dann auf 9 Meter Clip. Dann ist der Schnurclip nämlich wieder raus. Und man hat dann diese Spannung nicht hier auf der Schnur. Das heißt, wenn man die Rute abstellt oder wieder aufhebt, hat man nicht diese Ruckler. So, jetzt gucken wir auch mal rein hier. Wie sieht denn das... Oh, guck mal da. Guck mal da, 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 da. Und Bremse runter. Oh, ich muss aufpassen. Die bremsen überall. Und erster Fisch. Kuori-Fältchen. 1,3 Kilo fast. Wunderschön. Richtig, richtig nice. So moke wie dat. Hier sofort mal die Bremse runter machen. Hier auch, denn ich bin hier nur, ja, mit 5,5 Kilo Schnur unterwegs. Fluorocarbon komplett. Wir gucken uns das Setup natürlich gleich noch im Detail an. Guck mal hier, auf der 2 geht's schon los. Morgenstunden, habe ich mir gedacht. Jetzt aber schnell. Da wollen wir doch mal probieren, ob wir hier nicht die Kuori-Fältchen kriegen. Und die sind doch richtig schick, Alter. Richtig schicker Fisch hier mit dieser grünen Schimmerung da drin. Super nice. Und auch echt, naja, ich sag mal, recht selten. Gar nicht so leicht zu kriegen. Und wenn ich mir jetzt gerade angucke, dass ich hier mit relativ simplen Ködern dran bin und gar nicht mal so ganz kompliziert wie der Void and Ashes mit Schwimmkäfer. Schwimmkäfer kriegt man auch gar nicht so leicht. Wir probieren es mal direkt wieder hier mit diesem Netz. Und ja, leider wieder nicht. Aber immer wieder weiter probieren. Ja, dann bin ich doch ganz zufrieden, dass er eben auch hier nur auf Steinfliege funktioniert. Also, wenn das so reingeht, gar nicht so schlecht. Bei mir ist mein Kuori-Fältchen als Trophy vor, ja, Monaten auch auf Doppelköder Steinfliege reingegangen. Bedeutet also durchaus möglich, dass das bei dir auch funktioniert. Guck mal, wir sehen hier fast, seht ihr das? Kann man das sehen? Wenn man hier der roten Pose folgt sozusagen, dann geht es hier Stück für Stück runter. Im Schatten sieht man es so ungefähr noch. Hier, wo die Reflexion so stark ist, da sieht man es nicht. Und hier, wo die blaue runtergeht, auch so ein bisschen zumindest. Also knapp der Bereich, wo man es vielleicht so gerade noch sehen kann. Vielleicht aber auch eher so ein bisschen in den Abendstunden. Aus dem Winkel hier. Ja, sieht man vielleicht aber auch. Ich glaube, hier rechts ist sogar was dran. Gehen wir schon mal schnell in Position. Auf der blauen. Das wäre doch was. Na, zuppelt da was? Ich glaube, da habe ich was gesehen. Das wäre ja fast... Ja, da zuppelt was. Ganz leicht. Ganz leichte Zuppler. Kann natürlich auch eine große Zwergmaräne sein. Die gehen auch regelmäßig hier rein. Aber das Schöne ist ja, hier auf der Entfernung, 9 Meter Entfernung nur, heißt ja, wir könnten hier durchaus auch mit der Stippe stehen. Oder vielleicht sogar Ultralight. Allen. Ultralight auf Kuori. Na? Das ist aber ein zartes Gezupfel. Was ist da denn dran? Ich muss die anderen Routen noch da auf 1. Anderen Routen noch im Blick behalten, damit man da schnell reagieren kann. Zack, jawohl. So, was haben wir denn da? Eine Pelletmaräne. Auch nicht so schlecht. Und auch überhaupt nicht so häufig hier am Kuori. Okay, das ist dann in der gleichen Zeit auch runtergegangen. Hat der Fisch einfach Pech. K-
keine Chance gehabt. So, ziehen wir nochmal ein bisschen rüber, dass man das ein bisschen leichter auseinanderhalten kann. Der wollte einfach nicht raus. Und der hat genau abgewartet, bis die Pelletmarine reingeht. Und dann hat er schnell sich den Köder gesnackt. Der Fuchs. Ja, man sieht es so gerade eben. Man sieht es so gerade eben. Also, Wetterverhältnisse heute relativ kühl. Wir landen so bei ca. 11 Grad. Grundsätzlich eine sehr gute Temperatur fürs Angeln am Koori. 11 Grad oder drunter. Ab hier schon wieder uncool. Also, dieser Bereich hier, das wird dann richtig gut. Noch besser, immer konstante Temperatur. Ich sag mal so 3 Tage nacheinander. Konstante Temperatur. Und auch ähnliche Wetterverhältnisse, dann soll das auch immer wieder richtig gut funktionieren. Na, was haben wir hier Schönes? Na, komm ran, ey. Koori-Fältchen, 1 Kilo. Also, das sieht doch richtig gut aus. Und ich muss sagen, ich bin ja schon mega zufrieden. Das ist doch schon ein richtig guter Start. Blind reingegangen, 4 Minuten hier, 4 schöne Fische. Und ja. Auch Fische, die auch richtig gut Silber bringen. Das gucken wir uns natürlich auch gleich noch an. Ich ziehe aber erstmal noch ein bisschen weiter durch hier. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal eben eine der besten Matchrouten an im Game. Die Rebellion Match 420H. Stelle ich eigentlich in jedem Posen- oder Matchrouten-Video vor. Denn alleine hier mit dem plus 5% aufs Posenangeln, also 105% dann im Endgame. Oder man kommt einfach schneller, 5% schneller, zum Doppelköderangeln. Doppelköderangeln ist ja hier beim Posenangeln, wo haben wir das hier? Köderkombination, hier unten ist das. Und ich meine, das ist so bei um die 80-85%. Also es ist schon ziemlich lang, man muss sich da schon ordentlich durchknechten hier durchs Posenangeln. Aber dann lohnt es auch richtig. Also der Doppelköder oder Matchroute mit Doppelköder, eine absolute Macht. Das geht schon richtig gut ab. Jetzt schnell, nicht mehr gehakt, schade. Alter, die Seefos, die wollen wir hier nicht. Die wollen wir hier wirklich nicht. Also wenn wir hier große Seeforellen reinkriegen, dann könnte das gefährlich werden. Große Zwergmarinen, alles kein Problem, nehmen wir alle mit. Ich sehe gerade, so geht es auch. Ja, jetzt treibt das... Kommt das ein bisschen näher, kommt die Pose, die Wackler kommt ein bisschen näher ran wieder. Aber jetzt hier auf A1 und gleich, wenn der Fisch gebissen hat, fällt die Schnur runter. Noch zuppelt er. Gucken wir mal. Denn dann ist der Fisch dran. Ja, siehst du, zack, hat gebissen. Und dann geht der Schnurclip sofort auf. Und zack, next. Kann man eigentlich auch machen. Kann man auch machen. Immer schön gestrafft. Genau. Im Idealfall kommt der Wind nicht so wie jetzt hier von schräg vorne. Dann lässt die Spannung natürlich auch irgendwann nach. Im Idealfall hat man den Wind dann von hinten. Und dann kann man das, glaube ich, so ganz gut machen. Ja, also wie gesagt, Setup. Wir gehen nochmal schnell rein. Ich bin jetzt hier gerade, oder eigentlich immer mit den Tagaras hier unterwegs, weil die relativ schnell sind. Die kurbeln schnell ein. Und ich mache eigentlich nur beim Matchangeln dieses schnelle Einkurbeln. Einholgeschwindigkeit auf 50 auf allen Rollen eingestellt, plus Shift, und sobald der Fisch halt runterzieht, zack, mit schnellem Turbo einkurbeln, ranziehen ein bisschen und dann hakt das in der Regel schon. Das ist gar nicht so schwierig. Und ja, hier drauf jetzt natürlich, und das ist jetzt quasi das Setup. Das Setup ist jetzt ausgelegt auf 5,5 Kilo. 5,5 Kilo, denkst du dir, ah, ist vielleicht ein bisschen knapp hier am Koori. Ja, muss ich dir recht geben, könnte knapp werden. Das heißt also mit, ich sag mal, 7, vielleicht 9 Kilo wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber ich will ja auch hier die Koori-Fältchen und hoffe darauf, dass hier schön seltene Brocken reingehen. Also wollen wir hier natürlich möglichst wenig Scheuchwirkung haben. Und deswegen extra fein unterwegs. Ein Fisch haben wir hier schon wieder verpasst. Das heißt, ich ziehe jetzt hier einfach nochmal eben rein und ich werfe direkt nochmal wieder aus. So, zack, locker raus, abstellen. So, hier in dem Bereich. Und dann kann das weitergehen. Jo, jetzt aber wieder ein bisschen mehr konzentrieren auf das Ganze und hoffen, dass hier auch mehr Brocken reingehen. Wenn ihr übrigens mehr Zwergmarinen haben wollt, dann einfach die Eintagsfliegenlarve verwenden. Eintagsfliegenlarve und so, machen wir wieder auf. Und dann eben, ja,
vielleicht ein bisschen kleineren Haken. Ne? Ich habe jetzt hier gerade einen 6er Haken. 6er Hakengröße passt schon ganz gut fürs Koori-Fältchen. Und dann, wie gesagt, wenn man schon kann, gerne mit Doppelköder. Ich gucke gerade mal rein. Koori-Fältchen. Soweit ich weiß, hatte ich das auch hier mit Doppelköder. Wo ist es? Da ist es. Ich hocke genau davor. Koori-Fältchen auf Steinfliege. Steinfliege 3,7 Kilo. Also richtig schön feistes Gerät. Aber auch ein Wahnsinnsfisch. Macht halt auch richtig Bock. Also schickes Gerät. Ja, kann man eigentlich mal abschließen, oder? Kann man mal abschließen, den Fisch. Einfach als Trophy mitnehmen. Und dann hat man hier einen wirklich schönen und auch seltenen Fisch im Kescher. So, jetzt abwarten. Kann sein, dass es gleich vielleicht ein bisschen Flaute gibt. So in Richtung Mittagszeit. Und dass es dann in den Abendstunden vielleicht nochmal wieder mehr wird. Morgenstunden, Abendstunden sind halt meist so die Primetime, aber auch die Primetime bei vielen anderen Fischen. Das heißt, jetzt haben wir hier vielleicht ein bisschen Zeit oder man testet dann in der Uhrzeit einfach auch nochmal eine andere Köderkombination. Man könnte jetzt zum Beispiel hier einfach hingehen und sagen, komm, wir gehen mal ein bisschen auf Action, machen dann hier Steinfliege, Eintagsfliege. Vielleicht geht auch noch die Zwergmarine als Trophy rein, auch durchaus möglich. Hatte ich ja zuletzt am Ladogasee auch. Die könnte dann auch hier gerne noch reingehen. Ja, und ansonsten ist es das auch schon. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal eben rein, was denn die Koori-Fältchen so an Silber bringen. So, kurzer Blick ins Café. Wir haben, ja, durchaus eine Möglichkeit, dass hier auch die Zwergmarinen, dass man sowas dann abgibt. Seeforelle, ja, wobei die wollen wir nicht unbedingt hier mit 1,6, aber durchaus machbar, dass die mit reingehen. Also auch das ist möglich. Und dann gucken wir jetzt natürlich nochmal schnell hier rein. Was kostet denn oder was bringt uns denn so ein Koori-Fältchen? Und mit, ja, ich sag mal so 13, 14 bis 30 Silber knapp ist das doch schon ein richtig guter Preis für nur 1,2, 1 Kilo, 600 Gramm. Das ist einfach ein richtig guter Kurs, ne? Also für die paar Minuten jetzt hier, 10 Minuten jetzt gerade da gewesen, zack, schon die 80 Silber zusammen. Das können wir schön hochrechnen, beziehungsweise nicht so ganz, denn in der Nacht ist natürlich wieder Flaute. Aber auch hier geht es eher darum, einen schönen Fisch zu fangen, den man selten bekommt und dass man dann sowas vielleicht sogar als Trophy abschließen kann. Also toi toi toi, Petri gewünscht. Ich hoffe, du kannst dir hier deine Trophy abholen und wenn das so ist, einfach mal auch unten in die Kommentare reinschreiben, ob das denn bei dir funktioniert hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch. Immer montags, mittwochs und freitags live um 19 Uhr mit Russian Fishing 4. Bis dahin, Petri.